Boah. Scharf links ist. Guckt euch das mal an hier. Rot dran hast, Scooter Extremtour. Es geht so 160 Meter weiter in der Form. Ne, ich muss den 82%. 3% Verlust wegen dem Berg hier. Und jetzt? Oh, eine Straße. Man fasst es nicht. Yippie, ja jo, Schweinebacke. Ui, schnell weg. Scheiß Hunde. Eieiei. Was für eine Fahrt wieder. Ich glaube, wenn das so weitergeht, werden wir noch niemals bis Hagen schaffen. Puh. Hätte ich auch hier eine rauchen können. Egal. Haben wir hinter uns. Ah, das schreibe ich im Kalender an, da ich jetzt wieder Straße unter mir habe. Alter Verwalter. Noch ein bisschen Akku schon. Aber wir sind jetzt doch einige Prozent runtergepurzelt. Windig ist hier auch. Guckt euch da mal an hier. Geil, oder? Ich finde das echt extrem geil. Habe ich tatsächlich vergessen, mir was zu trinken mitzunehmen. Alzheimer im Frühzeitstadium habe ich halt. Ja, solche Wege lassen mir gefallen. Das kann gerne so weitergehen. Den ganzen Rundkurs hier entlang, den wir fahren werden. Kückelhausen. Und wieder bergab. Mal rekuperieren, zumindest ein bisschen, auch wenn er nichts bringt. Muku. Und Kälber, Jungkühe. Oh, hier riecht es wieder lecker. Like a Bauernhof. So, da müssen wir jetzt her. Nach der Kurve Gas. Obwohl, brauchen wir eigentlich nicht. Doch, brauchen wir. Wir müssen es machen. Dem Akku zuliebe. Muss ja grüßen die Leute, ne? Sind auf dem Land hier.
So, Handweiser nennt sich das hier. Ich weise dir von der Hand. Wahrscheinlich von daher abgeleitet. Da muss ich jetzt entlang. Aber da kommt erstmal ein Treckerfahrer, der will bestimmt hier rein. Oder? Nee. Ah, da folgen wir doch mal auffällig, oder? Ah, okay. So, ist eigentlich eine Straße hier. Können auch mal langsam machen. Schön hier. So, da müssen wir jetzt rechts rein? Nee. Gibt ja gar kein rechts. Die Straße verläuft nach rechts. Okay. Richtung Breckerfeld. Und rollen lassen. Ja. Funkenhaus. Schlagbaum. Oh, hier dürfen nur über 50-Jährige fahren. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Muss noch 2 Jahre warten. Schon sind wir in Alt-Breckerfeld. Hansestadt Breckerfeld. Hansestadt? Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Dass Breckerfeld eine Hansestadt ist. Wir sind heute nicht hier in Hamburg oder Umgebung. Okay. Au, oh, da kommt wieder ein geiler Anstieg. Ja. Das hört wieder Akku kosten. Aber Vollgas gebe ich auch nicht hoch. Ich muss echt den Akku schon ein bisschen. Ja, ich bräuchte ganz, ganz dringend AWD, also Zweiradantrieb. Momentan fahre ich ja nur mit einem Motor. Ich fahre ja nur mit dem Hinterradmotor, 350 Watt. Da muss ganz, ganz dringend vorne auch nochmal ein Motor rein. Kann man machen. Muss man ein bisschen umbauen, die Federgabel. Oder die Gabel. Aber ist möglich. Also hier geht's rechts. Richtung Hagen. Da wird es wahrscheinlich links gehen, obwohl er mir rechts anzeigt. Aber nach Hagen ist wahrscheinlich der direkte Weg. Ich habe den Weg ein bisschen anders gemacht, um den auch für euch ein bisschen interessanter zu machen. Weil nur über Straßen möchte ich auch nicht fahren. Aber wir müssen rechts. Ach, bis der da ist, bin ich schon in Hagen. Ja, fahren wir auf den. Auch wenn er wieder steinig ist. Boah. Nee,
sehr schön langsam. Gleich geht es wieder links. Und zwar hier links rein. Sehr schön. So ist das geil. Deswegen habe ich den Weg auch so ausgewählt, um möglichst wenig Straßen zu haben. Da kann man nämlich wieder ein bisschen brettern hier. Was wir jetzt machen werden. So, wieder berghoch. 37,6. Jetzt sind wieder zu viele Bäume hier, wegen GPS. Jetzt wird es aber langsam ein bisschen schattig ohne Sonne. Los, Wolke, fahr. Verzieh dich. Mach die Schweck, ey. Schicke Wege, echt. Gefällt mir. Au, Auto. Auto, guckt euch mal die an, die Aussicht an. Die Ansicht habe ich schon. Nee, da halte ich jetzt noch mal extra an hier. Kommt eh ein Auto. Ist das nicht geil? Das hat doch mal was. So, übt ihr noch? Ja. Brav ist er heute. Ist das nicht eine geile Aussicht? Und irgendwo in der Richtung müssen wir her. Ich weiß nicht, wo Hagen ist. Ist noch gar nicht sichtbar. Da ist doch noch einiges weg. 20,9 Kilometer haben wir jetzt zurückgelegt. Akku haben wir noch 76%. Oh, hawa, hawa, ha. So, nächstes Auto. Tun wir uns noch mal weiter an. Wenn jetzt noch ein bisschen Sonne wäre, wäre noch geiler. Weiter, ja. Oh, jetzt müssen wir rechts. Schade. Ich wäre so gerne jetzt weiter geradeaus gefahren. Jugendherberge. Was ist denn hier? Wieso ist denn hier gesperrt? Will die mich verscheißern? Ich muss aber hierher. Geht es noch anders irgendwo her? Ja, hier geht's zur Glörtalsperre. Aber warum das hier abgesperrt ist, weiß ich nicht. Ich muss aber hierher. Ich muss, auch wenn es hier abgeschrankt ist. Fahr mal langsam. Krabbelt wieder was an meiner Nase. So, irgendwann muss jetzt eine Talsperre kommen. Die sogenannte Glörtalsperre. Müsste eigentlich gleich schon zu sehen sein. Also noch sehe ich nichts. Wird wahrscheinlich unten im Tal sein. So lasse ich mir das gefallen. TT, total geil. Ne, ist ja TG.
Geilomat. So, jetzt rechts wir müssen. Ach du Scheiße. Hier ist nur für Fußgänger. Na, ich stehe ja, von daher. Bin ja auch ein Fußgänger. Aber aufpassen hier. So, wo ist jetzt die Glörtalsperre? Also auf dem Navi sehe ich die schon links. Aber vor lauter Bäumen sieht man das Wasser gar nicht. Boah, was geht hier ab? Okay. Hier ist ein schöner Waldboden. Schön weicher Boden hier. So, jetzt geht's links. Ah, gleich sind wir ein bisschen Wasser links. Ist leider vor lauter Bäumen hier nicht einsehbar. Oh Jungs, der Scooter wird aussehen, wenn ich nach Hause komme, du. Der ist nicht mehr wieder zu erkennen. Sieht aus wie ein Bundeswehrfahrzeug dann wahrscheinlich. Voll getarnt, mit Schlamm und Matsch. Na, viel sehen wir nicht von der Talsperre, leider. Aber das ist der nächstgelegenste Weg, der hier voll dran vorbeiführt. Viel vom Wasser sieht man nicht, aber gleich vielleicht. Da haben wir noch ein bisschen Wasser links. Schönen Dank. So, das war die Glörtalsperre. Viel gesehen, aber wenig. Schade ein bisschen. So, jetzt müssen wir links und dann wieder links. Also ein U-Turn machen quasi, 180 Grad Wende. Vielleicht sehen wir von der anderen Seite die Glörtalsperre ein bisschen. Sehen wir noch ein paar Fetzen. Und wieder links. So, hier links, nicht da oben her. Hier sehen wir auch nicht mehr vom Wasser. Ein bisschen nur. Ah doch, da sinkt man ein bisschen. Kann ich mir kurz anhalten. Das ist die Glörtalsperre. Bei 74% Akku. Gefahren 23,4, 58,3 haben wir noch vor uns. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, der hört nichts, Jungs. Könnte ich mal eben kurz einen Dreisatz machen. 23,4, 46, 92. 92 minus 23. Ja, könnte doch gehen. Wäre dann 69 und 58 Kilometer hätten wir noch. Hallo.
Ja, ich weiß es nicht. Werde ich wahrscheinlich spätestens in Hagen dann meine Meinung dazu ändern oder auch nicht. Motor ist leicht warm. Alles gut. Ja, sieht gut aus. Alles gut. Alles gut. Motor ist ein bisschen heiß, aber hält sich noch in Grenzen. Ich würde sagen, ich pflanze mich mal auf der Bank dahin und dann kommt das, wovon ihr jetzt wahrscheinlich ausgeht. Genau, ich werde jetzt meine rauchen. Mal wieder. Ja, ich weiß, raucht ziemlich viel. Dann können wir jetzt mal ein bisschen das Wasser genießen hier. Auch wenn es nicht viel ist. Mensch, Sonne, was ist los mit dir? Komm mal zum Vorschein. Der berühmte Feuerzeugsuchgerät. Ach da. Ah, aber eine geile Bank kann man sich schön reinlegen. Ihr seht den Wald voll lauter Bäumen wahrscheinlich nicht. Und vom Wasser erst recht nichts. Aber es ist tatsächlich da. Ja, ich bin mal sehr gespannt darauf. Mir war das schon früher klar, dass er knapp wird mit dem Akku. Obwohl das alles schaffen werden. Ihr könnt ja mal zum Anfang des Videos springen und gucken, wo ich mich gerade befinde. Also ich befinde mich jetzt ziemlich, ja, ich sag mal, unten rechts von der Karte bin ich da gerade. Da müsste die Glörtalsperre zum Vorschein kommen. Da bin ich gerade. Und dann könnt ihr sehen, was ich noch alles vor mir habe. Das seht ihr an den Pfeilen. Wenn ihr den Pfeilen folgt, die blaue Straße, da fahren wir dann weiter her gleich. Aber nur, wenn ihr wollt. Ja, hier schön. Fehlt noch ein bisschen Sonne, die hoffentlich gleich nochmal kommen wird. Wenn ich hoffe, dass das jetzt so bedeckt bleibt. Aber besser so als hier brütende Hitze von 30 Grad ausgesetzt. Das ist trotz Fahrtwind dann trotzdem unangenehm. Da möchte auch keiner. Ja, unten sind sie am Planschen und am Baden. Sehe ich zwar auch nicht von hier aus, aber ich höre die Stimmen. Ja, fahre ich zum ersten Mal jetzt mit dem Ding Richtung Osten, also von meinem Standort aus, wo ich wohne. Hier bin ich eigentlich in der Regel noch nicht hergefahren. Bin schon Richtung Süden gefahren, Richtung Norden, Nordosten, aber noch nicht Osten. Und dann gehen mir langsam die Ideen aus. Dann muss ich wahrscheinlich im Zug setzen. Kann ich jetzt momentan noch mit dem 9-Euro-Ticket und dann irgendwo anders hinfahren. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben. Ihr wisst ja, wo ich wohne jetzt mittlerweile, anhand der Karte, wo ich mit meinem Gefährt mal herfahren soll. Strecke darf gerne zwischen 80 und 90 Kilometer sein. Wenn ihr wollt, schreibt es mal in den Kommentaren rein. Bin ich mal sehr gespannt drauf, wo ihr mich fahren sehen wollt. Also jetzt nicht hier schreiben Autobahn oder so. Das geht natürlich nicht, ne? Oh, hier rechts von mir ist ein Brombeerstrauch. Ne, hier sind keine Brombeeren, die sind rot. Was ist das hier, das rote Zeug? Erdbeeren? Erdbeeren? Das sind Erdbeeren, aber da gehe ich nicht ran. Die sehen mir schon ein bisschen vergammelt aus. Ja, und überall Müll, ne? Das muss ja mal wieder nicht sein hier. Hier eine alte Kiste wahrscheinlich hier mit Dosen oder so. Astra. Astra ist Bier, ja. Bierpalette. Einfach hier achtlos weggeschmissen. So geht die Menschheit mit unserer Natur um. Muss ja nicht sein, oder?
Obwohl, hier ist auch kein Mülleimer, aber trotzdem, man kann ja den Müll zumindest mitnehmen. Aber wenn man dann 8, 9, 10 Kannen drin hat, dann denkt man an was anderes wahrscheinlich als an Müll. Nee, das ist ein absolutes No-Go. Das muss nicht sein. Oh, die Sonne kommt wieder. Und ich sitze hier voll im Schatten vor dem Baum. Muss ja gleich weiter. Dann tun wir das gleich auch. Eben kurz aufrauchen. Ja, schreibt mal gerne in den Kommentaren, ob ich die Szenen dann rausschneiden soll, wenn ich hier so rumsitze und rumgammel und mir eine rauche. Oder ob ihr es weiterhin im Video sehen wollt. Könnt ihr gerne kommentieren. Ja, Scooter wird es jetzt wahrscheinlich auch abgeschalten haben. Habe ich so eingestellt, dass er nach 5 Minuten Standby automatisch ausgeht. Kann man ja alles per Software heutzutage machen. Mal gucken. Aber der wird wahrscheinlich aus sein jetzt. Der muss ja auch ein bisschen erholen. Obwohl der Motor eigentlich nicht so warm ist. Aber das kommt auf jeden Fall noch vorne. Seht ihr, vorne habe ich einen normalen Reifen nur mit Felge. Da kommt auch nochmal ein Motor rein. Weil das ist echt eine Maßnahme. So. Oh, ist er noch an. Muss ihn ein bisschen bewegen, damit er weiterhin anbleibt. Jetzt denke ich sich, hey, das ist keiner mehr, da schalte ich mich ab. Gut. So, ich nehme jetzt auch zeitgleich, wie ihr entweder oben rechts sehen werdet oder auch nicht. Das wird noch meine Entscheidung werden, ob ich da drin lasse. Ihr seht die permanente Aufnahme vom GPS. Aber das zu rendern, ach, nicht zu rendern, zu schneiden mit dem Video, was ich gerade filme, das ist ziemlich schwierig, das alles synchron hinzukriegen. Na gut, genug gelabert. Weiter am Text. Mal lässig die 20 hier. Müssen wir nicht übertreiben. Ne? Boah, geht ab hier. Der hat gehört.